Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together World of Warcraft Shadowlands. Es geht endlich weiter. Ja, hallo, ich bin auch da. Ja, genau, mit Sierra Gomori. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Ich wollte, glaube ich, Mass Effect irgendwas anderes sagen. Ich bin so durch. So, ja, eigentlich. Also, nee, ich bin ja gar nicht. Kommen. Moment, ich bin ja gar nicht Salome, ich bin ja Nemasuk jetzt. Ja. Ja, heute bist du mal Nemasuk. Genau, ich bin jetzt Nemasuk. Ja, nach langer Zeit geht's jetzt endlich wieder weiter. Uhu. Ja, leider ging es ja jetzt kürzlich nicht, weil ich dank neuer Maskenverordnung nicht mehr das Geld dann hatte, um mir Spielzeit kaufen zu können. Deswegen war da ein kleines Päuschen. Aber jetzt passt das wieder. Ja. Und was ist das denn? Meine erste Amtshandlung jetzt hier in der neuen Aufnahme. Ihr seht hier schon bei mir, bekommt einen Gegenstand, gesprungenes Ei. Was schlüpft jetzt aus meinem Ei, das ich gekriegt habe? Kommt ein Mount oder kommt was anderes? Oh, da ist ein Traumlicht. Zügel des kahlen Flatterflügels. Uhu. Glückwunsch. Und ich habe hier hinten läuft so ein Hirsch rum, der sieht geil aus. Was habe ich hier gerade für einen Ton? Traumlicht Runenhirsch. Guck mal. Er ist cool. Geil. Aber guck dir mal in den Links den Traumlicht-Runenhirsch an. Ja, das sind diese ganzen Hirsche von den Nachtfei. Die sind geil. Ich will auch so einen haben. Traumlicht-Runenhirsch. Ja, das sind die sehen echt geil aus, ja. Ja, mega. Im Adenwald. Ich hoffe, da kommen wir jetzt endlich mal hin. Ich hoffe es auch. So, dann wollen wir mal, oder? Jo. Und sorry, wenn ich aufstoßen muss. Aber ich habe was mit Kohlensäure getrunken. Momentchen, ich muss gerade noch was. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon automatisch drinnen ist. Ist übrigens mein erstes Mount aus Shadowlands. Glückwunsch, ich habe kein einziges. Yay. Ich will auch. Aber ich habe ja kein Ei gekriegt von dem Viech. Nope. Ah gut, der ist scheinbar dabei. Alles klar. Ist schon eingetragen. Gut. Also dann, mal gucken, wo uns jetzt unsere Reise hinführt. Jede Seele hat ihren Ersuchen Platz. Des Hochlords. Die Informationen, die ihr in Maldraxxus ans Tageslicht gebracht habt, sollten die Kriegstrommeln zwischen den Necrolords und den Kyrianern zum Verstummen bringen. Und diese Nachricht des Primus. Außergewöhnlich. Ich empfehle euch, den Rat von Hochlord Vordragon einzuholen. Er wirkt jedoch beschäftigt. Besucher aus eurer Welt sind an ihn herangetreten. Auf ziemlich beharrliche Weise, muss ich sagen. Die Feinheiten der Interaktion unter Sterblichen entzieht sich mir. Doch ihr Dialog scheint sich ausgesprochen intensiv gestaltet zu haben. Vielleicht könnt ihr dem Hochlord in dieser Angelegenheit beistehen. Sprecht mit Bolvar. Das Schicksal leitet eure Hand. Spricht. Wo war der nochmal? Da drüben. Ui, ich bin ein bisschen komisch, aber... Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, WoW zu spielen. Ja. Bitte, Vater. Wir müssen wissen, ob unsere Freunde noch zu retten sind. Du verstehst nicht, wie groß das Risiko ist, Talia. In den Schlund zu sehen wäre... Ja? Wäre was? Ich bin ins Reich des Todes gekommen, um den Vater zu suchen, den ich verloren glaubte. Bolvar Vordragon, einer der größten Helden von Azeroth. Ich habe dich nie um etwas gebeten, seit ich ein Kind war. Das Kind, das du weggeschickt hast. Aber ich bitte dich, sag uns, ob sie noch leben. Mein Augenstern. Ich werde es tun. Okay. Selbst in Bolvars zernarbtem, verzerrtem Antlitz werden seine Gefühle sichtbar. Meine Tochter, hier. Ich hätte es nie gedacht. Als ich mir die Krone des Lichtkönigs auf das Haupt setzte, wollte ich, dass die Welt mich als tot erachtet. Sogar meine Tochter Talia. Ich dachte, eine Lüge wäre gnädiger als die Wahrheit. Doch sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das ich in Kul Tiras zurückließ. Ich weiß, dass meine Entscheidung selbstsüchtig war. Bolvar zögert. Sie und Lady Menethil haben mich gebeten, in den Schlund zu blicken, um herauszufinden, ob unsere Verbündeten noch leben. Es ist eine gefährliche Bitte, doch eine, die ich nicht abschlagen kann.
Helft mir, mich auf dem zerbrochenen Helm zu konzentrieren. Gemeinsam erhaschen wir vielleicht eine Spur der Wahrheit. Erlebte glaub, Bolvars Vision des Schlunds. Ob das so gut ist? Helm wohnt noch immer die Macht des Lichtkönigs. Die Macht des Schlunds. Gemeinsam können wir tief. Des Primus eingedrungen und haben seine Warnung entdeckt. Bedauerlich, aber kaum von Belang. Unsere Augen sind überall. Dieses Ärgernis wird beseitigt. Alter, dröhnt das. Diese Stimme. Ja, sehe ich nicht. Es ist zu gefährlich, weiter vorzudringen. Entschuldigung. Ja, ich habe aufgestoßen. Ich kann die Lordadmiralin hören. Und wohl auch Thralls Stimme. Ihre Schreie. Mir ist das Blut in den Adern gefroren. Ich konnte weder Anduin noch Bane Bluthoof hören, Hochlord. Geht es wirklich nicht noch einmal? Noch nicht, Kalia. Solche Visionen haben ihren Preis. Ich wage es so schnell noch nicht wieder. Hochlord, dieser Champion hat eine dringende Warnung von dem Primus aus Maldraxxus. Die anderen Reiche müssen sie unbedingt erhalten. Bitte helft, geehrte Stimme, während ich mit den anderen spreche. Wir müssen über die Konsequenzen dieser Vision beraten. Huch! Was machst du denn? Meine Flasche ist mir runtergefallen. Für wahr, eine besorgniserregende Vision. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Nur ein Ring? Die zu knechten, die zu finden, den Zuckel zu treiben und ewig zu binden. Es ist traurig, dass du das auswendig kannst. Ich mag Herr der Ringe. Schwing dich! Was bringt ihr für Neuigkeiten? Kann ich, ja? Ja, ja. Die Warnung, die ihr vom Primus erhalten habt, muss die Winterkönigin des Ardenwalds erreichen. Die Ewigen müssen sich gemeinsam der heraufziehenden Dunkelheit stellen. Die Winterkönigin überwacht den Zyklus zwischen Tod und Leben. In ihrem Wald schlummern uralte Geister der Natur, die wiedergeboren werden müssen. Ich befürchte, dass die Anima-Dürre auf ihr Reich besonders bittere Auswirkungen hatte. Die Nachtfeie können euch zur Königin bringen. Überbringt ihr diese Botschaft und sie wird wissen, was zu tun ist. Reist zum Ardenwald und findet jemanden, der euch zur Winterkönigin bringt. Juhu! Alle werden gerecht beurteilt. Juhu! Yay, da wollt ihr die ganze Zeit schon hin, ne? Ja, von mir hätten wir da zu Anfang an hingehen können. Ja, hier ist das erste Mal seit einer ganzen Weile eigentlich schon, dass man wieder eine strikte Linie durchquesten muss. Wo gehst du muss. Hin? Wir müssen nach oben, oder? Wir müssen wahrscheinlich wieder zu den Flugpunkten hoch, ne? Vermute ich hab das längst vergessen. Ihr werdet schon gar nichts mehr. Normalerweise müsst ihr das alles nochmal neu spielen. Ja. Ich weiß meine Attacken schon gar nicht mehr. Moment mal, ich hab was vergessen. Jetzt stimmt's wieder. Jo, tschüss, ne? Seid gegrüßt.
Ja, oh ja, ich wollte ja auch noch Posten. Ich wollte ja auch noch wegen der Post wollte ich ja noch lesen. Fällt mir gerade so ein. Das wollte ich ja auch noch machen. Dann mach das doch. Ja, wenn ich einen Briefkasten jetzt finde irgendwo. Das kann jetzt dauern. Zur Not rufe ich meine Stanzpfeife. Genau. Oh, sehr schön. Hier bleibe ich. Fühle mich als Druide hier sehr wohl. Das glaube ich dir sogar. Warte. Hui. Das wird ein wundervoller Streich. Macht so einfach. Oh. Meine Post. Hallo. Und zwar sieht man hier Kundensupport. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich glaube sogar im Let's Play haben wir mal ein paar Multiboxer gemeldet. Und das hier ist die Antwort von Blizzard. Und ich frage mich, warum ich in die Kamera gucke, wenn gar keiner an ist. Grüße, Verteidiger von Azeroth. Vielen Dank, dass du jemanden wegen Cheating oder Ausnutzung von Mechaniken im Spiel gemeldet hast. Deine kürzlich erfolgten Meldungen haben dazu geführt, dass gegen einen oder mehrere Spieler und Accounts Maßnahmen ergriffen wurden. Wir können dir keine Details preisgeben, aber dank deiner Meldung wird World of Warcraft für alle fairer und angenehmer. Wir hoffen, dass du auch in Zukunft ähnliche Vorkommnisse melden wirst. Mach weiter so und vielen Dank dafür, dass du uns dabei hilfst, Azeroth zu einem besseren Ort zu machen. Mit freundlichen Grüßen, der Blizzard-Kundendienst. So, das heißt, die Multiboxer, die wir hier gemeldet haben während des Let's Plays, die sind, keine Ahnung, gebannt, geflogen, was auch immer. Aber auf jeden Fall... Wurde was dagegen getan. Genau. Auf jeden Fall haben wir was Gutes getan und vor allem hatten wir recht, dass es auch wirklich diese Multiboxer sind, die mit den Bots arbeiten. Sonst wären sie ja nicht entfernt worden. Das wird ein wundervoller Streich. So, willkommen. Kann ich die? Ja, und der ist sogar Hartnäckigkeit. Ja, dann hau rein. Ich geh mal weiter weg, ne? Jo, tschüss, mein Stierlein. Du passt jetzt gerade sowieso nicht mehr hier rein, deswegen gönne ich mir jetzt mal hier. Oder auch nicht. Hey, könnt ihr mal aufhören, mich dauernd zu unterbrechen, ihr Kackviecher? Das wird ein wundervoller Streich. Dankeschön. Macht einfach. Oh, hallo. So. Ich brauche ja schließlich was Passendes für dieses Gebiet hier. Jupp. Das wird ein wundervoller Streich. Tada! Macht einfach. Oh. Und wie nenne ich den Hallo. Jetzt? Keine Ahnung. Hi. Ach. Oh, ich glaube, ich weiß wie. Warte. Ja, kennst du? Jupp. Uiuiui. So, wer von den... Wer von den Zuschauern das nicht kennt, ist ein Charakter aus Naruto, der auch mit Hirschen zu tun hat. Oder dessen Familie, eher gesagt. So, wir haben schon lange niemanden mehr durch das Tor kommen sehen. Und schon gar nicht jemanden wie euch. Was führt euch zum Ardenwald? Eine Botschaft des Primus von Maldraxxus, sagt ihr? Wir haben nichts von ihm gehört seit... Nun, es ist lange her. Es handelt sich hier nicht um einen Streich, oder? Die Königin hat keine Zeit für Streiche. Aber ich schon. Mondbeere beugt sich zu euch heran und flüstert. Und ich glaube, für diesen brauchen wir noch eine weitere Lilie. Mondbeere zwinkert. Lasst mich einen Blick auf diese Botschaft werfen. Ihr bringt diese letzte Nachtlilie zu Federleicht und dann unterhalten wir uns. Helft Mondbeere und Federleicht. Die Nachricht ist magisch. Was für ein Name, ey. Spielverderber. Naja, besser als Markquetscher oder sowas. Das stimmt. Das würde hier irgendwie nicht so wirklich passen. Mal sehen, ob ihr blutet. Was? Nee, ich tue nur so, als würde ich bluten. Ach, das ist wieder so ein komischer Strolch-Dingensbummens. Ja. Und was wünscht ihr? Hast du Lilie auch? Platziert ja. Die Lilie. Das Blödeste wäre das dann geht alles? Nicht auf. Ach, das ist ein Vieh hier. Hoppa da. Hier entlang. Kommt. Leider kann die Winterkönigin keine Audienz gewähren. Sie ist zu sehr mit dem Ardenwald beschäftigt.
Hatten wir es nicht kürzlich im RPG auch mit Mondbären? Keine Ahnung, aber ich war jetzt habe ich zu schnell gedrückt, bei mir hau die schon ab. Werdet ihr mir helfen, die Audienz zu erhalten? Ja. Die Magie ja gut, die sagt ja nicht viel. Jeden Zweig und jedes Blatt. Ja, bei mir hat sie nicht viel gesagt. Alles verloren. Geh ruhig, ich komme ja irgendwann nach. Okay. Jetzt quatscht sie nicht mehr. Nachtfave, das gesprochen. Okay. Entschuldigung. Was? Ich hatte euch gewarnt, das wird sich nicht frei, das wird Nachtfave. Nee, hinter uns. Ich bin bei mir sind sie hier vorne. Bei mir sind sie verschwunden. Ah, Spriggans. Tut mir leid, ich musste unterwegs Halt machen. Wo hatten die Bombe hingeknallt? Diese Motte ist auch süß. Yeah. Spriggan, wer das? Spriggan, Spriggan, Spriggan. Aber die Motte, auf die der Typ da hinten fliegt, ist süß. Hm? Achso, ja. Ja, so, solche gibt es ja auch als Reittiere. Aber relativ spät. Wer bist du? Ein Stallmeister! Ja, hau rein. Hallo. Ich würde gerne meinen Ochsen oder was auch immer das für ein Ding ist. The Ferdi. Ferdi. Eine Spinni, die passt jetzt auch nicht mehr hier rein. So. Na, Spinnen würden noch zum Wald passen, finde ich. Ja, aber nicht die, wo wir hier haben. Wo bei Maldraxxus waren. Oh, was ist hier? Tanor? Sieh einer an. Was haben Glitzerschotenzuckerbsen, glasierte Glühbeeren. Kandierte Leuchtrinde. Fackelbeerenbündel. Okay. Ich hoffe, eure Ankunft im Ardenwald ist ein Zeichen dafür, dass uns bessere Zeiten bevorstehen. Da würde ich nicht drauf wetten. lasst uns eine Vereinbarung treffen. Ich werde die Winterkönigin in eurem Namen aufsuchen, wenn ihr euch an meiner Stelle um einige Dinge kümmert. Die Königin ist nicht die einzige, die durch diese Dürre schwer geschädigt beschäftigt ist. Die ist so geschädigt, dass sie beschäftigt ist. Zunächst werdet ihr den Fey hier bei ihrem Problem mit den Spriggans aushelfen. Werft ihren Anführer von dieser armen Motte. Dann wird Federleicht euch sagen, wo ihr danach hingehen müsst. Sobald ihr überleben solltet... was ist denn heute los, ey? Solltet ihr überleben, treffen wir uns in Tirnaval wieder. Oh, und ich an eurer Stelle würde auf dem Weg bleiben. Der Ardenwald kann für Unvorsichtige gefährlich sein. Ach! War das alles? Tötet Mottenschreck den Mächtigen. Helft dem Wald auf euren Weg nach Tirnaval. Okay. Batsch. Erstmal runterkicken. einfach so eine Handkante in den Nacken, wo gut ist. Ja. Hey, was machst du denn da schon wieder? Mich mit anderen anlegen. Ich merk's. Ich brauche ein Ziel. Shikamaru reißt raus, das war's schon. Genau. Ich sollte den Guten aber vielleicht auch mal heilen. Ja, ich kann ihn heilen. Ich seh ihn ja nicht. Sonst würde ich ihn auch heilen. Ja, wie du siehst ihn nicht. Nur du wirst mir angezeigt mit Lebensbalken, er nicht. Ach so. Ich glaube, hättest du einen Healbot oder so, glaube ich, würde der ja, dann auch angezeigt werden. So, wenn sich bis dato nichts geändert hat, natürlich. Aber ich habe meine Mods gar nicht aktualisiert, fällt mir gerade an. Stimmt. Ja gut, ich habe das eigentlich regelmäßig gemacht, weil das bei mir immer mal wieder automatisch aufploppt. Also relativ aktuell sind sie vielleicht von gestern her oder so nicht. Bei mir waren sie das letzte Mal aktuell, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, dann wird's Zeit, ne? Nach der Folge würde ich sagen, mach das einfach mal. Ja, ja. wenn ihr mit Spriggans fertig werden könnt, kann ich euch vielleicht auch ein paar der interessanteren Aufgaben von Lady Mondbeeres Arbeitsplan übertragen. Schön, jetzt sind wir auch noch Arbeitstiere.
Das war doch klar. Federleicht überprüft seine Notizen. Mal sehen. Da war ein Gesuch um Hilfe wegen eines Wildsamens in Gefahr und irgendwas mit einem Ei? Das Ei, das ich gerade kaputt gemacht habe und ein Reittier rauskam vielleicht. Die ursprüngliche Notiz war nicht gerade eindeutig, aber der Fay, der das geschickt hat, es war wieder mal Korinth. Naja, wir werden schon rausfinden, wo das Problem liegt. Ich flieg vor und such nach ihm. Folgt ihr einfach dem Pfad. Helft Korinth, den Wildsamen zurückzuholen. Schauen wir, was es dieses Mal ist. Okay. Okay. Wir bleiben auf dem Weg. Ciao. Tschüss. Du bist für mich in einer anderen Phase kurz gewesen anscheinend. Okay. Okay. Ja. Warte. Ah nee, oh, das geradeaus. Das Wasser hier ist schön. Ich dachte, ich müsste... Ja. Federleicht. Ich dachte, ich müsste da jetzt runter. Das sieht cool Galoppel, aus. Galoppel, Galoppel, Galoppel. Aber er sieht cool aus, finde ich. Schon. Mir gefällt das Gesicht und so generell die ganze Aufmachung. Erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt Primal? Ja, schon, ne? So ein bisschen. Aber du bist nämlich in einer anderen Phase, okay. Ein Freund von Federleicht ist auch sie waren Freund. In meiner Obhut, doch sie wurden entführt. Ich vertrete Lady Mondbeere. Was ist geschehen? Es gibt so wenig Anima und ich musste mich von so vielen schlummernden Geistern verabschieden. Freunden, um die ich mich jahrelang gekümmert habe. Doch älteste Dunmira ist ihrem Erwachen so nah. Ich kann ihr nicht einfach Lebowohl sagen. Ich habe ihren Wildsamen an einen Ort gebracht, wo sie ein bisschen mehr Anima bekommen konnte. Und dann hat diese schreckliche Kreatur ihn gestohlen. Ich glaube, dieser Vogel will ihn ausbrüten wie ein Ei. Was ist ein Wildsamen? Sie sind die Vorsehung des Ardenwalds. Wildsamen enthalten schlummernde Naturgeister, wie die älteste Dunmira. Sie ist unter diesem Vogel. Wenn ihr ihn für mich vom Nest weglocken könntet, könnte ich mich reinschleichen und mir sie schnappen. Ich bin froh, dass Mondbeere jemanden schicken konnte, wenn sie schon selbst nicht kommen konnte. Ihr wisst wohl, dass sie immer einen großen Aufstand macht, wenn man sie um Hilfe bittet. Ihr werdet mir doch helfen, den Vogel aus dem Nest zu locken. Was bittet um ein Lied und einen Tanz, wie es Mondbeere getan hätte? Willst du draufdrücken? Ja. Eure Hilfe. Nun, wenn ihr so wollt. Lady Mondbeere ist die beste Fee. Ist das wirklich nötig? Ist das wirklich nötig? Also gut, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Wisst ihr, glaube ich, du genau das. Haltet still, tut vermutlich nicht weh. Stillhalten. Macht es gut. Versucht den Vogel vom Nest wegzulocken. Ah, oh. Was hier drin? Dingen stolzieren. Hallo. Oh, er hat sich verknallt. Kommst du mit? Ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Ich schleiche mich vorbei. Ah, da, nistenden Talkreischer gelockt. Ah, okay. Einfach nur die Buttons klicken, bis da 100% hast. Ja, er folgt mich. Ich glaube, jetzt war ich zu weit weg. What? Ich komme mir so blöd vor gerade irgendwie. Hey. Komm schon, ich bin rattig. Also. Ja. Hallo? Lauft, Korinth! Ach, verdammt, falsch. Oh Mann, wie blöd, Mann. Was machst du denn? Was hat denn das Viech angekommen? Aber irgendwie mag ich den Typen. Oh, nicht zähmbar. Ach, schade. Das musste sein, sorry. Sehr schön, ne? Au. Au. Aber macht gut Aua. Au. Ich krieg hier voll Schaden. Ich krieg hier mega aufs Maul gerade. Ich hab's gar nicht gesehen erst. Haha, daneben. Ich habe kein Ziel. Blödbacke. Uhu. Also bis jetzt mag ich Korinth. Ja,
Immer so tschüss, Vogel. Viel zu tun. So. Ach so, jetzt muss ich schon abgeben. Ja. So. Kann ich, oder? Ja, ja. Das war vielleicht ein Spaß. Ihr hattet den Vogel schon so weit, dass er ein Nest gebaut und dass er ein Nest baut und Junge aufzieht. Diesen Lacher habe ich wirklich gebraucht. Okay. Weitermachen. Also gut. Ihr habt wir können nicht alle retten. Ich bin angenehm überrascht, dass ihr nicht in Stücke gerissen wurdet. Gut gemacht. Aber jetzt befürchte ich, dass wir eine sehr viel ernsthaftere Aufgabe erledigen müssen. Die Winterkönigin hat angeordnet, dass die Anima des Herzholzhains eingesammelt wird und die Einwohner ihn verlassen müssen, während er verdorrt. Aber es werden nicht alle Wildsamen mitkommen können. Tatsächlich werden nur einige wenige von ihnen gerettet. Wir werden die Droman Krellnor die endgültige Liste bringen. Bringt die Liste geretteter Wildsamen zu Droman Krellnor im Herzholzhain. Wäre das dann alles? Oh. Folgt mir. Der Herzholzhain ist nicht weit. Ich habe das Video davon gesehen. Von was? Von den Nachtfee. Die eines Tages erwachen und in ihre Welt zurückkehren. Mhm. Ah, da bist du ja. Ja. War sehr traurig. Die Königin muss entscheiden, wer überlebt und wer verdorrt. Dann ist der Geist darin verloren. Man konnte doch von allen Dingen sich diese Sachen angucken. Ich habe das nicht gemacht. Ich will das so sehen. Eine jeder grausige muss Aufgabe, geht weiter, ist, Fremde. Solange die Dürre anhält. Roman Krell nur seufzt erschöpft. Hier ist es nicht sicher für euch. Dieser Hain wird bald verschwinden. Ja, weiter. Jetzt kannst du. Krell nur seufzt erschöpft, als er die kurze Wildsamenliste sieht. Zumindest ein paar können nach Tirnaval verlagert werden. Federleicht, wir brauchen Hilfe. Da oben? Komm mal mit. Bei mir ist hier noch. Hä? Ja, bei mir auch. Da oben ist aber ein Ramp-Up aufgeploppt. Ja, aber hier, achso. Bei mir ist ja das Ding nicht mehr da. Ich sag mal so, ich wusste nicht, dass die Videos auch in dem Spiel selbst drin vorkommen. Oh, ich glaube, die knüppeln schon, oder? Ich dachte, das wäre was anderes. Deswegen hatte ich mir die angeguckt gehabt. Boah, Druck? Nee, das ist er nicht. Wo ist denn der? Ja, ich hasse Wasser. Wo soll denn der sein? Ist er doch da oben? Oder irgendwo da hinten? Besessener Blablabla, besessener Blablabla. Vordruck. Besessener Blablabla. War ich in der Höhle? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil das Ding ist auch grau, das heißt, er ist irgendwo drin. Ja. Die Frage ist halt nur, wo drin. Egal, okay, bitte machen wir weiter. Wo kamen wir denn jetzt her? Die Meister erheben Anspruch auf den Wald. Die Meister erheben Anspruch auf den Wald. Genau, die Meister erheben Anspruch auf den Wald. Ja, wie gesagt, ich hatte mir die Videos angeguckt, weil ich nicht wusste, dass die auch in den Spiel drin vorkommen würden. Ich dachte, es wären einfach nur so Videos gewesen. Blöd, ne? Ja. Oh, ein schöner Wolf, den will ich zähmen. Ernsthaft? Dankeschön. Geht doch. So, wer bist du? Tesan. Wir geben, was wir können. Ihr vertretet Lady Mondbeere? Tja, hoffentlich könnt ihr gut mit ausgehungerten Tieren umgehen. Nein. Ja, ne? Nein. Wer seid ihr? Wer ich bin? Ich bin eine Seele. Als meine Zeit kam, wurde ich in den Adenwald gerufen. Ich habe mein Leben lang mit Geistern gearbeitet. Also war das nur, naja, natürlich. Wie gefällt euch meine Seelengestaltform? Ich wollte schon immer nur als Wolf rumrennen. Der klingt wie ein Troll. Vielleicht ist es auch einer gewesen. Vielleicht. Seele des Waldes, wenn ihr für Lady Mondbeere einspringt, könnt ihr vielleicht helfen. Wagenmeisterin Deravin begleitete ein paar von uns zu einem neuen Hain, als wir von einem Rudel hungriger Raubtiere angegriffen wurden. Der Wolf ist eine schnelle Seelengestalt, also konnte ich entkommen. Aber ein paar der Kleinen hatten nicht so viel Glück. Sie werden wie Beutetiere gejagt. Kommt, sie sind nur ein Stück die Straße lang. Rettet die Seelen aus der Gefahr. Die Geister sind hier entlang. Wir wurden von hungrigen Tieren angegriffen. Seelen sind in Gefahr. Ja, dann, was ist kommen? Warte mal. Hier, was? Ah, da. Sie sieht wieder Erz. Ja. Jetzt ist es wieder so weit.
Entschuldigung. Was für ein K-E-Drum-Erz? Ich hab's gar nicht mehr gelesen. Ja, einfach nur mitnehmen. Es bringt nichts, das zu lesen. Ich kann es egal, was es ist, Hauptsache mitnehmen. Zu kümmern. Wir können sie nicht einfach zurücklassen. Oh, guck mal, da unten, die Motte. Cézanne, ihr habt Hilfe gefunden. Hm? Ja, da unten, was? Guck mal. Da hinten, die sind cool. Die verdorrte Adenmotte. Okay. Hm. Oder meinst du die Biene, die da unten ist? Ja, Biene? Was das für eine Biene? Na, die Biene, die habe ich schon überall, die gibt's überall. Ich meine die Motten. Ja. Und da ist auch ein weißer Hirsch da unten. Ja. Junges Mori. More? So. Seid ihr hier, um zu helfen? Ich wollte die Seelen an einem Ort bringen, an dem sie etwas Anima haben können, doch alles ging schief. Die Fauna des Adenwalds war vor der Dürre nie so gefährlich. Ich muss sie sicher ins Geistertal bringen. Bitte helft mir. Der Götter rettet die armen Seelen. Was? Schofar gerettet? Naturgeister gerettet. Schicke Tierchen. Schicke Miezekatzen. Die sehen hier noch viel hübscher aus, finde ich. Ja. Aber ich glaube, dieser komische Schimmer, der geht weg, sobald die gezähmt sind. Wahrscheinlich. Aber mir gefällt auch so schnicknormale Katzenviecher. Aber mir gefallen generell die Aussehen von denen, meinte ich. Mhm. Eigentlich. Da hinten ist ja wieder Erz. Der Erz, ja dann. Kann ich nicht hin, grad. Ja, da gehen wir gleich hin. Da kipp doch einfach um jetzt. Geh weg! Ich kämpfe mich gerade zum Erz durch. So muss es sein. Genau. Das Erz ist nämlich witzig. Huch, wie laufe ich denn heute? Ich laufe total besoffen. Katzen stehen übrigens total drauf, wenn man ihnen Bomben ins Gesicht schmettert, ne? Nur so als Info. Oh, was? Elephirum. Elethium. Ja, genau. Gesundheit. Oh, Schofa ist ein Eichhörnchen. Wie süß. Geil. Dann retten wir mal. Was? Das Vieh sitzt auf meinem Kopf. Hier auf eurem Bei dir auch? Ja. Geil. Jetzt habe ich alle Leuten die Ohren weggefetzt mit meinen hohen Süß. Bitte, gewährt mir eure Hilfe. Habt vielen Dank, ihr wart mir und den Seelen in meiner Obhut eine große Hilfe. Denkt daran, auf der Straße zu bleiben. Der Wald wimmelt von gefährlichen Kreaturen. Habt erneut viel Dank. Die Nacht vielen Dank. Umarmt euch. Wir stehen in eurer Schuld. Immer so viel zu es tun. Es ist eine Weile her, seit eine neue Seele in den... Was ist das für ein komischer Sessel? Was? Oh. Hast du es gesehen? Nein. Es ist eine Weile her, dass eine neue Seele in den Adenwald gekommen ist. Also ist jede kostbar, die schon hier ist. Ich werde Lady Mondbeere erzählen, was ihr alles in ihrem Namen geleistet habt. Vielleicht schenkt sie euch zum Dank ja sogar ihre Gunst. Ja. Das war alles auf der Liste für diesen Teil des Waldes. Lady Mondbeere hat gesagt, sie wollte euch in Tirnaval Wahl treffen. Es ist nicht weit von hier. Ich werde vorausfliegen, damit alle wissen, dass ihr kommt. Bleibt einfach auf dem Weg und ihr werdet nicht gefressen. Wahrscheinlich nicht. Bis bald. Okay. Aber, da unten. Fauldornwechselbalg. Oder? Nee, doch. Ja, nein. Da unten. Doch, da unten. Wollen wir da runter jetzt? Oder? Ich bin schon auf dem Weg. Komm ich denn da runter, ohne zu sterben? Ja, einfach vorbeilaufen. Sterben geht schneller bei mir anscheinend. Was? Gewinnsir? Was ist das für ein Name? Keine Ahnung, aber anscheinend musst du ihn erst anquatschen. Der Winterwolf? Okay. Aber sieht cool aus. Und ich wollte sagen, er backt gerade fest, aber ich glaube nicht, dass er das tut. Nee, ich glaube, der hockt halt einfach nur da. Hütet euch. Ja. Er klingt, als würde er sehr, sehr angestrengt versuchen, die Geräusche der Umgebung auszublenden und es klingt, als würde das nicht funktionieren. Sitzt er da und meditiert oder was? Wahrscheinlich, aber... Hä? Habt ihr endlich das Nickerchen beendet und wollt nun mitmachen? Oh, ihr seid ja gar nicht eher. Aber vielleicht wollt ihr euch nützlich machen. Habt ihr hier in letzter Zeit einen Pflanzenschrecken gesehen?
Kann ich nicht sagen, was ist mit ihm? Der beachtet ihn gar nicht. Er ist nur beleidigt, weil er seine Beute noch nicht erlegt hat. Im Grunde ist er ein erstaunlicher Macht's Kämpfer. Gut. Ey! War an, hey! An, das waren die anderen. Oh. Weißt du, die Leute lesen hat. Hä? Was ist das? Ist das? Spielt er gerade Musik oder ja. was? Da hat einer wahrscheinlich schon hergedrückt und er konnte nicht warten, bis du fertig bist mit Lesen. Was zum Geier, Alter. Ah, guck, der kommt da. Oh. Ach, das ist... Oh, okay. Die Musik war aber schön teilweise. Ich will das lesen, Mann! Puff! Fauldorn-Bogart. Aber ich glaube, so schnell wirst du es nicht mehr zum Lesen kommen. Ich will es aber lesen. Ich weiß. Ich habe nämlich so eine Ahnung. Das kam mir so verdammt bekannt vor. Woher? Von Witcher. Okay. War ich deswegen auch die Musik? Ja, und der sitzt da und meditiert halt einfach, weißt du? Du wirst wahrscheinlich eher Pause drücken müssen, dein eigenes Video anzugucken, um das zu lesen. Ja, ich will das aber aufnehmen. Oh, Shikamaru braucht mal eine Salbe Heilung. Ja. So nebenbei. Ja, geringfügig. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Fauldornspross. Schmuck. Schamuck. Da. Ich habe euch geholfen. Ihr erinnert euch an den grässlichen Gesang. Vielen Dank für die Hilfe. Das war heftig, aber ihr habt gut gekämpft. Was zählt ist, dass es tot ist. Machen wir uns auf den Weg. Ja, hol mir die Belohnung. Wie wär's mit einem Lied zur Feier? Reichet Samen eurem Jäger ernsthaft? Das ist ernsthaft von Witcher? Das ist kein toller Witcher. Wir haben ein Easter Egg von Witcher gefunden. Ja. Da waren Geralt und Rittersporn. Ja. Wie geil. Nur halt, deswegen auch wahrscheinlich Quinn. Ach, deswegen des Quinne-Dingsbums. Quinnefer. Ah, ja, stimmt. Ja. Oh, scheiße, ey. Das ist doch. Ach, Mann. Was findet man nicht alles so per Zufall? Ja. Ah. Reichet Samen euren Jäger. Ja, klar. Reichet Samen eurem Jäger, also. Wie gut. Ja. Ja, schön. Oh, du hast die süße kleine Motte. Ja. Oh, die ist aber so süß. Gell? Oh, die würde ich gern knuddeln. Die nenne ich jetzt Geralt. Warum nicht Siri? Nee. Die Weißen sehen aber auch schön aus, da, die hier. Was auch immer. Soll ich den nennen Weißi? Nein. Aber die sehen schön aus, halt, wollte ich nur sagen. Warte. Aber wir sind sowieso, Ja, Alter, bei 40 Minuten? Ja, deswegen. What the fuck? Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ach ja, komm. Hui. Muss da immer doppelt anfangen, weil der mich immer umrennt. Aber so. Eigentlich habe ich da hinten zum Beispiel oben den hier gemeint. Ja. Das sind nicht so gleichfarben. Bin ich heller? Hey, den, ich habe jetzt, glaube ich, heller, oder? Nee, der hier ist heller, guck. Guck, der ist orange, ich habe grün. Ja. Oh, da ist Erz. Und da ist Erz. Das ist mal Erz. Oh mein Gott, Erz! Ja, hol du, ich lasse derweil Shikamaru frei und nenne den neuen Shikamaru. Okay. Ah, Hilfe! Ich bin angegriffen. Tja, Pech, ich bin nicht verfügbar. Das wollte ich gerade auf dich klicken und freilassen, weißt du? Ja, lass mich frei. Lasst mich frei! Lasst mich frei! Ich will heute eine. Ich will. Keuen? Wieder Keuen?
Liede! So, jetzt aber gleich 40 Minuten. Ja, wir sollten dann erstmal. Ich stelle mich erstmal hier hin. So. Naja, hier ist ja im Grunde eigentlich alles gelb, also hier greift eigentlich nichts an. Doch, die Wespe gerade eben. Ja, mein Gott, als ob ich jetzt nicht da bin. Ja. Weißt du? Also wir sehen es. Guck da jetzt. Ist, ja, guck, guck, ne? Guck da, ja, genau da. Siehst du, sag ich doch, hier greift alles an. Also macht. So eine rotarschige. Ich brauche eine. Rotarschige Mücke. So eine rotarschige Mücke. Oh. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Tschüssi.